Schönen guten Tag, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Most Actives hier vom Frankfurter Börsenparkett. Wir werfen natürlich zunächst einen Blick auf den DAX und der lohnt sich heute wieder. Nachdem gestern eine kleine Verschnaufpause eingelegt wurde, geht es heute noch mal deutlich bergauf. Das heißt, der DAX hat sich schon mal fast rangewagt an die Marke von 12.800 Punkten, konnte diese noch nicht erreichen, aber wir haben noch mal eine ordentliche Schippe draufgelegt und damit ist der deutsche Leitindex nur noch knapp 8% vom Allzeithoch gerade im Februar erst erreicht entfernt. Dementsprechend sind die Anleger hier weiterhin auf der Hut. Jeder Rücksetzer wird zum Einstieg genutzt. Und heute kam noch mal positiv dazu, dass die US-Arbeitsmarktdaten für den Monat Mai deutlich besser ausgefallen sind als erwartet. Das bringt natürlich einiges an Rückendeckung mit für den deutschen Leitindex, für die Hoffnung auf eine schnelle konjunkturelle Erholung und natürlich auch heute für den Start an der Wall Street. Werfen wir jetzt noch einen Blick auf die meistgehandelten Werte des Online-Brokers Fladex und starten natürlich auch heute wieder mit den meist gekauften Werten. Darunter finden wir Nell, die Deutsche Wohnen, Airbus, die Lufthansa, aber auch Wirecard. Die Deutsche Wohnen wird demnächst, das heißt besser gesagt am 22. Juni, in den DAX aufgenommen. Das heißt, Deutschlands zweitgrößter Vermieter steigt auf in die erste Liga. Das hat die turnusgemäße Untersuchung der deutschen Börse ergeben. Und die Aktie von der Deutschen Wohnen ist heute doppelt so viel wert wie noch vor 5 Jahren. Werfen wir jetzt auch noch einen Blick auf die meistverkauften Werte des Online-Broker Fladex. Und darunter finden wir ebenfalls die Lufthansa, Wirecard, Airbus, Nell und TUI. Die Lufthansa ist nämlich die Aktie, die für die Deutsche Wohnen weichen muss. Denn die Lufthansa ist ein DAX-Dinosaurier, also seit 32 Jahren schon im DAX vertreten. Allerdings hat natürlich die jüngste Abwärtsspirale durch die Corona-Krise bei der Bilanz dafür gesorgt, dass man dieser turnusgemäßen Untersuchung nicht standhalten konnte. Und dementsprechend geht es für die Lufthansa dann ab dem 22. Juni in die zweite Reihe, sprich in den MDAX. Nichtsdestotrotz ist die Aktie heute mit unter den größten DAX-Gewinnern. Und die Aktie der Lufthansa hat in den letzten 12 Monaten 40% verloren, natürlich das meiste davon seit Mitte März. Außerdem werfen wir noch einen Blick auf TUI. Bei TUI wird jetzt auch der Gürtel deutlich enger geschnallt, denn im Rahmen von Sparmaßnahmen wird jetzt bei dem Ferienflieger TUI Fly nochmal ordentlich eingespart. Man möchte hier nämlich um die Hälfte das Ganze, den Ferienflieger TUI Fly, verkleinern. Dementsprechend muss man natürlich hier auch an die Kosten denken und die Aktie ist in den letzten 12 Monaten um 30% nach unten gegangen. Aber das muss man auch sagen, seit dem Corona-Tief hat man hier auch schon eine fulminante Erholungsrallye gesehen. Soweit für den heutigen Handelsfreitag. Ich sage Dankeschön fürs Dabeisein. Machen Sie sich ein schönes Wochenende und seien Sie dann in der nächsten Woche wieder frisch erholt mit dabei.